Die folgende Sendung wird präsentiert von Ja, hallo zusammen. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Hier bei uns. Auch in den vergangenen Tagen waren wir wieder in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel unterwegs und haben für Sie wieder eine Sendung mit interessanten Themen zusammengestellt. Zum Beispiel: Wie das gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Eine Bank tritt dem Schließen seiner Filialen standhaft entgegen. Am 21. Oktober wird gewählt. Wer wird Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein? Außergewöhnliche Leseshow, Bestsellerautorin Nicole Staudinger zu Gast beim Eifel Literaturfestival. Sterne des Sports, Volks- und Raiffeisenbanken ehren soziale Projekte. Dazu, wie Sie es gewohnt sind, unser Nachrichtenüberblick und die Veranstaltungstipps für die kommende Woche. Zu unserem ersten Beitrag. Banken und Sparkassen leiden unter niedrigen Zinsen und der zunehmenden Digitalisierung. Innovative Technologien, neue Wettbewerber und veränderte Kundenwünsche erzeugen Anpassungsdruck. Hinzu kommen Kostendruck und der Abbau von Überkapazitäten, gerade in ländlichen Regionen wie hier bei uns. Und das bedeutet, weg vom Filialnetz hin zu Online-Angeboten. Die Folge: Banken und Sparkassen haben auch in unserer Region bereits reihenweise unrentable Filialen geschlossen. Alle? Nein, eine Bank hält tapfer durch. Und zwar die Raiffeisenbank Irrel. Warum die Banker in der Südeifel andere Wege gehen und ihre Filiale auf den Dörfern nicht schließen, das hat uns neugierig gemacht. Volles Haus hier in der Filiale der Raiffeisenbank Irrel in Verschweiler. Hier kennt man sich, hier wird gelacht und geschwätzt. Und es werden natürlich auch Bankgeschäfte erledigt. Hier zum Beispiel mit Jürgen Berger, einem der beiden Bankangestellten. Und dann gibt es noch Josi, der ist noch im Beratungsgespräch. Das ist typisch für Josi. Er ist Ansprechpartner Nummer 1 hier in der Filiale in Verschweiler, aber auch Namensgeber. Hier im rund 1000 Einwohner starken Verschweiler geht man für Bankgeschäfte zur Josi Bank. Ja, der Josi ist eine Institution hier. So, wir sagen nicht, ich gehe zur Reihweisekasse, sondern ich gehe zur Josi Bank. So, das gehört sich so. Und da weiß auch jeder Bescheid, wohin dass man geht. Da ist er, der Josi, oder mit ganzem Namen Josef Bark. Und schon geht's zum nächsten Beratungsgespräch. Die persönlichen Kontakte zwischen Bank und Kunde sind hier das, um was sich alles dreht. Man hat das Gefühl von ein wenig heiler Welt. Eben wie früher, so ganz ohne Internetformular zum Beispiel. Das ist ja auch die Stärke der Bank, diese persönlichen Kontakte. Man kennt ihn, man weiß, wie er tickt und es ist nicht anonym. Und das ist wichtig. Und ich glaube, deshalb hat die Raiffeisenbank hier noch so viele Kunden. Menschlichkeit fängt schon bei der Sprache an. Das ist viel älter, ja. Sehr angenehm, anderes Film. Ich vertraue, wenn du so Platz schwätzen kannst, als wie, nicht, das mischt irgendwie. Ja, vor allen Dingen, weil weiß der hinter dem Schalter ja auch, dass man, was man hat auf dem Konto oder was man gern möchte. Und ja, Sachen, die, zum Beispiel, wenn wir nach Irrel runterfahren, die wissen das nicht alles, gell. Und hier, die kennen uns, die Menschlichkeit einfach da, gell. Das Beratungsgespräch, und das ist schon so wichtig auch. Vormittags sind Jürgen und Josi in Verschweiler, nachmittags dann in der Filiale in Nussbaum. Nussbaum ist auch ein recht kleiner Ort, aber auch hier findet sich eine Bank. Und auch hier ist nach der Mittagspause gut was los. Gerade in der ländlichen Region ist Online-Banking so eine Sache. Hier in Nussbaum ist der Breitbandausbau noch nicht da angelangt, wo ihn die Menschen gerne hätten. Daher ist die Filiale hier immer wieder gut besucht. Ich betreibe ein kleines Unternehmen und habe den Firmensitz in Biesdorf und die Bank ist hier in Nussbaum. Und wenn ich in Nussbaum in meiner Werkstatt bin und ich soll dann schnell Sachen überweisen oder geht gar nicht und dafür muss ich gerne komme ich hier hin, weil wir haben zwei sehr kompetente Fachberater hier und mache meine Sachen hier vor Ort. Weil Online-Banking über Handy, auch im Zeitalter hier, ist hier in der Region sehr schlecht. Dass die Filialen hier in den kleinen Orten Verschweiler und Nussbaum noch aktiv sind, das ist entgegen dem bundesweiten Trend zumindest für die Raiffeisenbank Irrel eine Selbstverständlichkeit. Denn der Beruf des Bankers sei mehr als nur Formulare ausfüllen.
sich um die Belange zu kümmern, die unsere Mitglieder und Kunden betreffen, sie zu begleiten bei den Lebensphasen, ob das die Bauabsicht ist oder mit unserem Rat eben dabei zu helfen, wenn es um die Alterssorgen geht, um die Ausbildung von Kindern. Und das geht über Nähe. Natürlich können Sie viele Dinge digital erleben, aber ich glaube, der Rat eines Fachmanns, das können Sie sich alles im Internet wunderbar zusammensuchen, aber das Fleisch- und Blutmäßig zu erleben von Fachleuten, glaube ich, hat eine andere Qualität. Und ich glaube auch, dass das der Erfolg dieses Institutes ist, dass es uns nach wie vor gibt, dass wir uns eben besonders stark darum kümmern, was die Leute bewegt. Der solide Stand der Raiffeisenbank Irl spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Aus der Generalversammlung 2017 geht hervor, dass sich das Eigenkapital zum Beispiel um 36% erhöht hat. Der Mitgliederzuwachs lag bei 24%. Filialschließungen stehen nicht an. Die Josi Bank und auch die Filiale in Nussbaum wird es also auch noch in den kommenden Jahren geben. Bester Ort, um sein Sparschwein zu schlachten. Hallo. Ja, da freuen sich vor allem die älteren Menschen in Ferschweiler und Nussbaum, deren Filialen, so wie wir gerade gehört haben, auch in Zukunft noch erhalten bleiben. Am 21. Oktober findet die Wahl zur neuen Verbandsgemeinde Gerolstein statt. Neu deswegen, weil sich die Verbandsgemeinden Gerolstein, Obere Kill und Hillesheim zur neuen Verbandsgemeinde Gerolstein zusammenschließen. 5 Kandidaten treten an, um hauptamtlicher Bürgermeister der dann über 30.000 Einwohner großen Verbandsgemeinde zu werden. Damit Sie als Wähler sich ein besseres Bild machen können, welchem der 5 Sie Ihre Stimme geben, haben wir Sie einmal zu Hause besucht. Und für den ersten Beitrag waren wir bei Gerald Schmitz von der CDU und bei Martin Krähe von der FDP. Gerald Schmitz ist der Kandidat der CDU. Zusammen mit seiner Frau und den 3 gemeinsamen Töchtern wohnt er in Hillesheim. Schmitz ist mit 34 Jahren Polizeihauptkommissar und hat nach einem Jurastudium die Befähigung zum Richteramt. Mit ihm und seiner Familie spazieren wir heute durch Hillesheim. Er kam nach eigener Aussage als junger Mensch zur Politik, weil er Demokratie selbst mitgestalten wollte. Sich als Verbandsbürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen, hat einen ganz simplen Hintergrund. Bürgermeister ist mein Traumjob. Das ist in der Tat. Also ich bringe die Voraussetzungen mit, die ich für dieses Amt als erforderlich sehe. Ich habe ein Verwaltungsstudium, habe in dem Bereich gearbeitet, habe ein Jurastudium und bringe dann auch das notwendige juristische Fachwissen mit. Und politische Erfahrungen. Ich war im Verbandsgemeinderat tätig, im Stadtrat bereits schon tätig. Also ich weiß, was mich erwartet. Den Zusammenschluss zur neuen Verbandsgemeinde Gerolstein betrachtet Schmitz als schaffbare Aufgabe. Für uns ist es jetzt nur rum, klar, aber in anderen Verbandsgemeinden ist das schon geschehen. Also Zusammenschlüsse gibt es schon. Und ja. Es wird natürlich eine Hauptanstrengung werden, das in den nächsten Jahren voranzutreiben, also das Wir-Gefühl auch hier rüber zu bekommen, auch gerade für die Regionen, die sich abgehangen fühlen. Im Hinblick auf einen Sieg legt Schmitz den Fokus seiner Arbeit auf folgende Themen. Ein Thema ist mit Sicherheit wird der demografische Wandel sein, dass wir uns auch auf dem Land dann für die Zukunft sicher aufstellen, sprich also die ärztliche Versorgung, die pflegerische Versorgung, dass die sichergestellt ist, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Digitalisierung wird sicherlich ein ganz großes Thema werden in der Zukunft. Wenn es mit der Wahl nichts wird, dann könnte sich Schmitz seine Tätigkeit als Staatsanwalt vorstellen. Ob er in Zukunft für Sie den Takt vorgeben soll, das entscheiden Sie mit Ihrer Stimme bei der Wahl zum neuen Verbandsbürgermeister am 21. Oktober. Der jüngste Kandidat in der Wahl um den neuen Verbandsbürgermeister ist Martin Gräfe von der FDP. Mit ihm backen wir heute zusammen einen Flammkuchen. Zusammen mit seiner Frau und 2 Hunden wohnt der 31-jährige studierte Forstmann und Holzhändler in Daun. Politisch interessiert war Gräf schon immer, wie er uns erzählt. Im Rahmen der Bundestagswahl 2017 ist er dann den Freien Demokraten beigetreten und engagiert sich seitdem in der Kommunalpolitik. Gräf findet klare Worte auf die Frage, warum Bürgermeister? Ich will Bürgermeister werden, weil der Job extrem wichtig ist für die Region. Die Verbandsgemeinde als kommunale Verwaltungseinheit finde ich extrem wichtig für die Region. Und ich finde es super, dass da die Kommunen dieses Selbstverwaltungsrecht haben. Und dafür will ich kämpfen. Und vor allem will ich Bürgermeister werden, weil ich halt im öffentlichen Dienst gesehen habe, dass wir einen neuen Führungsstil brauchen in der Politik und in den Verwaltungen. Und ich denke, ich dafür genau der richtige Mann bin.
Beim Zusammenschluss der drei Verbandsgemeinden Geroldstein, Hillesheim und Obere Kill erkennt Gräf für sich unter anderem folgende Schwerpunkte. Jeder hat bis jetzt natürlich so ein bisschen sein eigenes Süppchen gemacht. Das muss noch zusammenwachsen. Da sind ja verschiedene Wirtschaftsfördervereine noch und war ja einiges auf Verbandsgemeindeebene organisiert, was jetzt auf einer neuen Ebene organisiert wird. Das muss noch alles zusammenwachsen. Auch die Tourismusorganisation war, ja, da hat die Obere Kühl was Eigenes und dann die Geroldsteine-Hillesheimer Klappen, glaube ich, hatten schon viel zusammen gemacht. Aber das muss ja dann alles zusammenkommen. Wenn es nichts wird mit der Wahl zum Verbandsbürgermeister, bleibt Gräf in der Forstwelt und damit draußen unterwegs. Ob Gräf die richtigen Zutaten als perfekten Kandidaten für das Verbandsbürgermeisteramt mitbringt, das entscheiden, wie bereits erwähnt, Sie, lieber Zuschauer. Dann entscheidet sich auch, ob ein Plakat, eine Partei oder eine Person gewählt wird. In der kommenden Woche stellen wir dann die drei anderen Kandidaten vor. Und jetzt gibt es erst einmal unseren Nachrichtenüberblick und die Ausgetipps für die kommende Woche. Der Nachrichtenüberblick wird präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Die Stadt Bitburg hat den dritten Platz beim bundesweiten Wettbewerb Kommune bewegt Welt, der Preis für herausragende kommunale Beispiele zur Migration und Entwicklung bei den Städten mit bis zu 20.000 Einwohnern gewonnen. Maßgebend dabei waren Projekte wie die Unterstützung einer Gemeinde in Kamerun oder das Projekt Engagierte Stadt. Wie das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro verwendet wird, darüber wird in Bitburg in Kürze entschieden. Um zukunftsorientierter Dorfentwicklung ein Gesicht zu geben, hat die Gemeinde Darscheid ihre Dorfmitte in rund 1200 ehrenamtliche Arbeitsstunden erneuert und verschönert. Unter anderem mit einem Buhlplatz und nun wurde der Platz feierlich eingeweiht. Aus einer Zukunftskonferenz im November 2017 waren einige Projekte hervorgegangen, die zukunftsorientierte Dorfentwicklung positiv mitzugestalten. Eines dieser Projekte, Brunnen- und Buhlplatz Darscheid, hatte sich zur Aufgabe gemacht, dem unattraktiven Dorfplatz ein neues Gesicht zu geben und ihn als zentralen Treffpunkt für Jung und Alt wiederzubeleben. Hierzu wurde der alte Dorfbrunnen umgestaltet, barrierefreie Wege gepflastert, neue Beete angelegt, Sitzgelegenheiten geschaffen, ein neues Beleuchtungskonzept umgesetzt und ein großes Buhlfeld angelegt. In Hillesheim fand in der vergangenen Woche wieder die jährliche Prüfung zum Kinder- und Jugend-Karate-Sportabzeichen statt. Die jungen Karatekas mussten sich wieder in einer Vielzahl von sportlichen Aktivitäten wie Seilspringen, Liegestütz, Sit-Ups, Sprint, Langlauf und so weiter messen. Nach 3 Stunden Prüfung hatten alle Prüflinge erfolgreich ihre Prüfung bestanden und durften nun die neuen Abzeichen des kleinen Samurais tragen. Bürger, Kommune und Gewerbe teilen sich ein Auto. Sowohl die Stadt Bitburg als auch private Nutzer und Gewerbebetriebe nutzen bereits die beliebten Elektroautos Tesla und Renault Zoe, die man in Bitburg bei Energy mieten kann. Hierüber und wie man die Mobilität der Zukunft gestalten kann, können sich interessierte Bürger am Montag, den 15. Oktober in Bitburg informieren. Da die Teilnehmerzahl zu diesem kostenlosen Beratertag begrenzt ist, melden Sie sich bitte unter der eingeblendeten Mailadresse an. Nun ist endgültig Schluss. Die Modellbahnhofanlage der Eisenbahnfreunde Vulkaneifel im Bahnhof Daun wurde am vergangenen Wochenende zum letzten Mal geöffnet. Grund der letzten Veranstaltung ist die Tatsache, dass der Verein der Eisenbahnfreunde Vulkaneifel Daun zum Jahresende aufgelöst wird und der Arbeitskreis Modellbahn seine Arbeit beendet. Mit viel Detailtreue und privatem Geld wurde der Bahnhof Daun in seiner ursprünglichen Ausdehnung mit Streckenführung nach Schalkenmähren nachgebildet und mit vielen Zügen, die die Eifelstrecke befahren haben, im Laufe der Jahre ergänzt. Somit konnte dem Publikum im Modell der historische Bahnbetriebsalltag von Daun demonstriert werden. Die Bürgerstiftung der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel hat das Kunstprojekt Brautschuh in Ulm mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt. Das Kunstwerk steht im Außenbereich des Ulmener Rathauses und soll hauptsächlich Brautpaaren nach der Trauung als Treffpunkt für den Empfang sowie als Kulisse für Fotos dienen. Gestaltet wurde der überdimensionale Brautschuh als Gemeinschaftswerk von den Gillenbeurener Künstlern Dorothea Kirsch und Detlef Backhaus. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von
Im Zentrum der Ausstellung Augenblickmal stehen 12 zeitgenössische realistische Tiermaler, die dem Besucher wild lebende Tiere in ihrer Gänze und Schönheit vor Augen führen. Zu sehen täglich außer montags noch bis zum 2. Dezember im Kulturzentrum Haus Beda in Bitburg. Mit ihrer hochwertigen musikalischen Darbietung und einer Riesenportion Spaß auf der Bühne kommt die Gruppe Eifelperle am Freitag, den 12. Oktober, ins kleine Landcafé nach Kerpen. Beginn ist hier um 20 Uhr. Am 13. Oktober lädt das Glashaus Bollendorf ein zur Schwimmbad-Saison-Abschlussparty mit den Live-Acts Christian Milden und der Rockband James Marm mit geballter Frauenpower aus Düsseldorf. Beginn ist um 20 Uhr. Unter dem Titel Handmade ist ab dem 14. Oktober eine Kunstausstellung des Künstlers Albrecht Klauer-Simones im Schönecker Alten Amt zu sehen. Öffnungszeiten und kostenlose Führung nach Absprache. Auf dem größten Bauernmarkt der Region bieten am Sonntag, den 14. Oktober, heimische Produzenten in Bitburg eine breite Auswahl an regionalen Produkten und handwerklichen Erzeugnissen. Zudem lockt ein verkaufsoffener Sonntag in die Innenstadt. Beginn ist um 11 Uhr. Swing mit dem Benno Rabe-Trio und spannenden Katzenkrimis mit der Autorin Manu Würz gibt es am Sonntag, den 14. Oktober, beim Martinet auf Schloss Weilerbach. Los geht's hier um 11 Uhr. Ein Klavierkonzert von Wojciech Walicek gibt es am Dienstag, den 16. Oktober, im Festsaal Haus Beda in Bitburg. Beginn ist um 20 Uhr. Soweit unsere Veranstaltungstipps. Viel Spaß beim Ausgehen. Sprudelt, erfrischt, belebt. Ich hab's. Hitzefrei. Yes. Natürlich aus der Vulkaneifel. Einzigartig in der Mineralisierung. Gerolsteiner, das Wasser mit Stern. Aus 3 Verbandsgemeinden eine neue Verbandsgemeinde machen. Wenn man diese Aufgabe anpackt, dann muss man sich zuallererst die Frage stellen, für wen macht man das eigentlich? Für mich gibt's hier nur eine Antwort. Zum Wohle und Vorteil unserer Bürgerinnen und Bürger. Man muss zuhören können. Einfach nur zuhören. Diese Zeit muss man sich nehmen. Nur dann kann man über die Menschen, ihre Sorgen und Wünsche das erfahren, was man in seiner täglichen Arbeit für sie tun kann. Es geht um die Menschen, um nichts anderes. Gerald Schmidt, der bessere Kandidat für unsere neue Verbandsgemeinde. So gut schmeckt die Eifel. Nein, das geht noch besser. Deliziös, aromatisch, mundig, köstlich. Das sind die Worte, die Sie ab 4. November jeden Sonntag in unserem Programm hören werden. Die Eifel-Kochstars kochen auf und Sie zusammen mit 4 Testessern sind dabei, wenn wir uns durch die kulinarische Eifel probieren. Mit Anfang 30 erhält die Mutter zweier kleiner Kinder die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Anstatt aufzugeben, begann sie zu schreiben und wurde mit ihren ehrlichen und mutmachenden Büchern über Nacht zur Bestseller-Autorin. Mit viel Witz, Charme und Humor gibt sie in ihren Büchern Tipps für den Umgang mit den schwierigen Momenten des Lebens. Am vergangenen Freitag kam die Autorin Nicole Staudinger im Rahmen des Eifel-Literaturfestivals nach Gerolstein und las vor mehr als 500 begeisterten Besuchern aus ihrem neuen Buch Steh auf, Queen. Und am Ende standen alle auf, um der Steh auf, Queen zu applaudieren. Vanessa Schmitz war für hier bei uns dabei. Karl Arsch, so stellen wir ihn uns vor. Ihn gibt's, naja besser, ihn gab's. Karl Arsch war mein Tumor. Den habe ich so genannt, weil der Namen verdient hatte und eine Mischung zwischen ich habe dich jetzt angenommen und es ist jetzt auch schön, wenn du wieder gehst. Karl Arsch ist Geschichte, denn Karl Arsch gibt es nicht mehr. Der Tumor von Nicole Staudinger war Grund für die schwerste Zeit ihres Lebens, aber auch Antrieb für einen ganz neuen Teil ihres Lebens.
Ihr Debüt, Brüste Umstände halber abzugeben, hatte 2015 für großes Feedback gesorgt. Ein Jahr später kam die Schlagfertigkeitsqueen und in diesem Jahr das Nachfolgebuch Die Stehauf-Queen. Darin gibt Staudinger Tipps für den Umgang mit den schwierigen Momenten des Lebens. Sie selbst sieht sich dabei aber keineswegs als Quasi-Therapeutin, die mit gut gemeinten Ratschlägen um die Ecke kommt. Ratschläge sind und bleiben Schläge. Und die fangen meistens an mit Du musst. Und das ist aus meiner Sicht schwierig. Sätze, die mit Du musst anfangen, da mache ich dicht. Und mir hilft es, also den meisten Menschen hilft, wenn sie gefallen sind, ein Ohr und kein Zeigefinger. Und das versuche ich in dem Buch und auch in der Bühnenshow zu zeigen, dass das eben auch geht. Ne? Unser Schicksal haben wir nicht in der Hand. Ja, wir können uns im Auto anschneiden. Wir können einen Fahrradhelm tragen und nicht übermäßig viel trinken und rauchen. Wir können vegan leben, 100 Stunden Sport in der Woche und kein Bungee-Jumping machen. Wir können genug schlafen, reines Wasser trinken und für eine... Hier, reines Wasser, ich mache nochmal mit der richtigen Betonung. Wir können genug schlafen, reines Gerolsteiner Wasser trinken, ja. Und für einen ausgeglichenen Säurenbasenhaushalt sorgen. All diese Sachen, die haben wir in der Hand. Und wissen Sie was? Sie sterben trotzdem. Mit Glück an Altersschwäche und mit Pech werden Sie gleich vom Bus oder hier in der Eifel vom Trecker überrollt. Und dem Bus ist das Schnuppe, ob Sie vorher Gochibären oder ein noch blutiges Steak gegessen haben. Oh, ich freue mich, dass Sie ein bisschen lachen, weil, als ich das geschrieben habe, habe ich mich abgerollt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich fand das so lustig mit den Gochibären und dem Steak. Habe ich meine Mama angerufen und die lachte gar nicht, ja? Ich sag, Mama, ist das denn nicht lustig? Und die sagt, geht so mit dem Bus, ne? Also, deswegen freue ich mich, dass Sie ein bisschen lachen. Gelacht wurde sehr viel am Leseabend mit Nicole Staudinger in der Mehrzweckhalle des Gerolsteiner Brunnens. Und auch gesungen. Denn Singen ist laut Staudinger eine der wenigen Beschäftigungen, bei der man sich keine Sorgen machen kann. Nicole Staudinger ist beschwingt und lustig. Und das bei den Themen, die genau das nicht sind. Hinter dem ernsten Hintergrund einer fast todbringenden Krankheit wurde der Abend mit ihr zu einem lehrreichen, aber nicht dogmatisierenden Abend. Was ich da sage, ist die eine Sache. Was dann jeder für sich mitnimmt, ist was ganz anderes. Und meine Erfahrung ist, ich habe das Glück, dass die Frauen danach meist noch mal zu mir kommen. Und da pickt sich jeder das raus, was da für ihn gerade relevant war. Da muss ich gar nichts Großartiges dazu tun. Ne? Super, ganz toll. Also eine tolle Frau, hervorragend. Sehr leer. Ganz fantastisch, ja. Sehr kurzweilig, sehr lustig, aber auch die ernsten Töne haben einem sehr gut gefallen. Man kann auf jeden Fall was mit nach Hause nehmen. Was nehmen Sie mit? Positives Denken, aber auch immer realistisch bleiben und den nächsten Tag einfach nur angehen und nur den betrachten. Super, sehr gut. Richtig toll. Sehr unterhaltsam. Beeindruckende Frau. Ja. Nehmen Sie was mit von dem heutigen Abend nach Hause? Auf jeden Fall. Also die Power, die Dankbarkeit, sehr schön. Ja, ich bin schon ein bisschen mit der Einstellung auch hier hingekommen und nochmal ein Stück weit gestärkt worden, einfach so weiterzumachen. Der Besuch der gebürtigen Kölnerin in Gerolstein war ein voller Erfolg. Sie selbst mag die Eifel auch. Vor einiger Zeit hat sie ihren Lebensmittelpunkt nach Schleiden verlagert. Dem Leben mit Humor und Zuversicht begegnen. Probieren Sie es mal. Wenn Nicole Staudinger recht hat, dann steckt ja in jedem von uns eine Steh-auf-Queen. Zu unserem letzten Beitrag für heute. Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Volks- und Raiffeisenbanken werden seit nunmehr 14 Jahren Sterne des Sports vergeben. Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, zu dessen Höhepunkt die alljährliche Einladung zur Ehrung durch Bundeskanzlerin oder Bundespräsident in Berlin steht. Doch bevor man nach Berlin darf, muss man auf lokaler Ebene punkten. Die Sterne des Sports werden nämlich hier an Vereine verliehen, die sich in ihrer Region mit einem besonderen Angebot nachhaltig engagieren. Dafür, dass sie damit einen Beitrag zum Gemeinwohl in unserer Gesellschaft leisten, gibt es neben Geld für die Vereinskasse auch die Sterne des Sports, die zur nächsten Qualifikation auf Landesebene berechtigen.
3 Monate ist es ungefähr her. Ende Juni stand ein Benefizspiel zum 90. Jubiläum des SV Lasel Feuerscheid auf dem Sportplatz hier in Lasel an. Und das gegen die Traditionself der Fortuna Düsseldorf. Alles war in trockenen Tüchern, doch dann plötzlich die Nachricht, das Spiel muss abgesagt werden. Grund, eine Schlammlawine. Ja, hier sieht man, wo das Wasser aus dem Wald rausgekommen ist. Und das ist vom Oberlauf, da ist noch ein anderes Tal, was oben drüber ist. Da ist das Wasser hergekommen. Da sind Sickerschächte, die Sickerschächte sind zu gewesen. Und da ist das Wasser oben drüber gelaufen auf die Straßen und auf der anderen Seite dann hier in den Wald rein. Und das waren natürlich so Riesenmassen, die sind dann zum Teil über die Straße weiter nach unten gelaufen, aber hier auch durch den Wald. Wir hatten hier eine Fläche von 30 Meter diese Seite und auch 50 Meter zur anderen Seite. Die war komplett zu mit Schlamm gewesen. So war der Platz natürlich unbespielbar und das Benefizspiel unrealisierbar. Die eingenommenen Gelder sollten an den Förderverein krebskranker Kinder Trier gehen, zu dem der Sportverein Lasel Feuerscheid eine über 20-jährige intensive Förderbeziehung pflegt. Doch wie man sieht, sieht man nichts mehr. Keinen Schlamm, sondern bespielbaren Rasen. Und das alles, weil man nicht hinnehmen wollte, dass der Wettergott mal einen schlechten Tag hatte. Es wurde sich ja permanent auch kurzgeschlossen, was machen wir. Wir haben uns relativ schnell auch mit dem Vorstand zusammengesetzt. Wir wussten, das Sportfest steht an. Was können wir überhaupt machen? Haben wir eine Möglichkeit noch? Und es war eigentlich relativ schnell da klar, dass wir so schnell wie möglich in die Gänge kommen müssen. Weil wenn wir den Schlamm eine Zeit lang draufgelassen hätten, der wäre ja fest geworden. Da wäre unten drunter ja alles verfault. Dann wäre der Schaden ja noch viel, viel größer geworden. Dann war unter Umständen dieses Jahr gar nichts mehr hier möglich. Nicht nur Sportfest, sondern auch danach der ganze Spielbetrieb nicht. Also Schaufel in die Hand und los ging's. In rund 400 Stunden Arbeit schafften die Laseler rund 6 Tonnen Schlamm vom Platz. Das Sportfest konnte also doch stattfinden und es konnte auch gespendet werden. Wir sahen uns verpflichtet, das Thema auch hinzukriegen. Wir wollten unbedingt spenden, wir hatten alles organisiert. Wir hatten die Traditionself von Düsseldorf da, wir hatten Auswahlmannschaft des Eifelkreises zusammengebaut, um wieder, wie immer in den Vorjahren schon, tätig zu werden mit einer Spende vom SV Lasel Feuerscheid. Wir haben eine Patenschaft übernommen, seit über 20 Jahren schon, und versuchen immer an runden Geburtstagen tätig zu werden mit einer Spende, kleiner von 3.000 Euro, 5.000 Euro in diesem Jahr im Jubiläumssportfest. Und das Größte, was wir gemacht haben, war 2013 mit 22.000 Euro. Und das ist uns ein Anliegen, dass wir das nachhaltig für einen Spendenzweck machen und nicht bunt durcheinander mischen. Und genau dieser Punkt, die langjährige Patenschaft zum Förderverein krebskranker Kinder Trier, war ausschlaggebend für die Volksbank Eifel, dem SV Lasel Feuerscheid den ersten Preis der Sterne des Sports zu verleihen. Die haben ja ganz was Besonderes gemacht. Die haben über viele, viele Jahre eine Förderung nicht des eigenen Vereins immer auch im Fokus, sondern unterstützen Janot bei jungen Menschen, krebskranke Kinder. Der Verein in Trier wird gestützt und das ist ganz was Besonderes, also nicht nur eigennützig, sondern gesellschaftlich ausgerichtet. Und deshalb, glaube ich, sind sie auch verdienter Sieger des heutigen Wettbewerbs. Für den SV Lasel Feuerscheid gab es also einen Stern und für die krebskranken Kinder eine Segeltour. Der Sportverein hätte es auch sein lassen können und das Benefizspiel absagen. Aber wie es dann wieder mal abgelaufen ist, ist typisch für Lasel. Alle packen an, die ganze Gemeinde zieht mit und das ist einfach ja, Vorzeigeverein, muss man sagen. Ja, und wir drücken jetzt die Daumen, dass es für den SV Lasel Feuerscheid vielleicht sogar bis nach Berlin reicht. Wäre doch toll. Das war es mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen auch dieses Mal wieder gefallen. Wenn ja, dann bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns wieder am kommenden Mittwoch mit einer neuen Ausgabe von Hier bei uns. Bis dahin, Ihnen allen eine gute Zeit. Tschüss, machen Sie es gut.